Herzlich willkommen, liebe Zuschauer von KompaktTV. In dieser Vorosterwoche widmen wir uns den großen strategischen Diskussionen rund um die Eskalation in der Ukraine von verschiedenen Gesichtspunkten aus und mit prominenten Gesprächspartnern. Heute bei mir im Studio der AfD-Bundestagsabgeordnete Steffen Kotré. Schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Sie waren im Bundestag im Zentrum des Orkans, nachdem Sie eine Rede gehalten haben. Sogar einer Ihrer Fraktionskollegen, Herr Kleinwächter, hat wütend das Plenum verlassen und getwittert, das sei eine widerliche Putin-Propaganda. Ja. Was haben Sie da gesagt, um Gottes Willen? Ja. Also die ganze Diskussion ist ja leider aufgeladen. Die ist leider hysterisch aufgeladen und man kann nicht mehr vernünftig diskutieren. Natürlich stellt dieser Angriffskrieg durchaus Fragezeichen in den Raum und man muss ihn auch verurteilen. Auf der anderen Seite hat der Krieg natürlich auch eine Entwicklung. So, und jetzt, so wie wir, die wir die Entwicklung auch darstellen wollen und nicht unter den Teppich gekehrt sehen wollen, meint man, man würde diesen Krieg relativieren und das Leid der Ukrainer relativieren. Aber gleichwohl sprechen wir das auch immer an und gleichwohl sehen wir das natürlich auch, ne? Dass hier Menschen sterben. Und, aber auf der anderen Seite müssen wir auch immer wieder sagen, ja, wo ist eigentlich die Schuld, die Mitschuld des Westens? Und wenn wir das nicht sagen dürfen mehr, also dann weiß ich nicht, dann ja, haben wir auch hier keine Demokratie mehr.